Leute! Wir sind noch nicht so viele, aber es ist halt auch nicht so warm. Es ist schon zu entschuldigen, aber... Ich will euch auch nochmal alle herzlich begrüßen heute zum 4. globalen Klimastreik. Hopp, 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 Kohle, stopp! Hopp, 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 Kohle, stopp! Hopp, 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 Kohle, stopp! Liebe Generation, not gonna happen. Mit diesem Buch klagen wir euch an. Wir sind die Kinder und Enkelinnen, die von euch gelernt haben. Ihr habt uns gesagt, wir müssten immer ehrlich sein. Ihr habt uns eingebläut, dass unser Handeln Konsequenzen hat. Wir sollten mutig sein, wenn andere sich verkriechen. Wir sollten füreinander einstehen und ein Miteinander gestalten. Wir sollten unser Gegenüber ernst nehmen und ihre Kritik annehmen. Ihr wollt, dass wir Überzeugungen entwickeln und auch nach diesen leben. Wir sollten lernen, Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir die Fehler machen, so wurdet ihr nicht müde zu wiederholen, sollten wir sie gefälligst auch eingestehen und versuchen, sie auszubügeln. Auf diese Weise habt ihr uns vermittelt, was richtig und falsch ist und worauf es ankommt im Leben. Wir haben uns all das zu Herzen genommen und wir denken, damit hattet ihr recht. Jetzt halten wir euch den Spiegel vor. Ihr habt uns die ganze Zeit etwas vorgemacht. Ihr habt nicht nach euren eigenen Regeln gelebt und tut es immer noch nicht. Stattdessen habt ihr ein Leben geführt, das so nur möglich war, wenn man die rücksichtslose Ausbeutung der Natur und unserer Zukunft hinnahm. Mit eurem Konsumverhalten habt ihr den ständigen Ressourcenraubbau befeuert und die Ausbeutung vieler zugunsten weniger in Kauf genommen. Das ist Wahnsinn und das erschüttert uns. Nichtsdestotrotz möchte ich positiv enden. Wir sind die neue Generation. Unsere junge Generation ist genauso gespalten wie alle anderen Generationen vor ihr. Aber wir sind die erste, die keine Zeit mehr hat, diese Spaltung auszutarieren. Wir sprechen als junge Menschen, aber unser Aufruf gilt allen. Wir müssen aktiv werden und dazu brauchen wir euch alle. Die neue Generation definiert sich nicht über Altersgrenzen, sondern anhand ihrer Haltung. Deshalb rufen wir jetzt alle auf, schließt euch uns an. Alle, die sich in uns wiedererkennen können, wacht auf. Alle, die viel zu lange inaktiv waren, jetzt erst recht. Alle, die schon längst an unserer Seite kämpfen, hört jetzt nicht auf. Beweist Haltung. Werdet Teil von uns, Teil der neuen Generation. Einer Generation ohne Altersgrenzen, eines Zusammenschlusses aus Jung und Alt, mit dem wir Generationengerechtigkeit in aller Konsequenz durchsetzen. Viel Erfolg, bleibt tapfer. Bei dem Wetter genauso wie bei den Anfeindungen. Bitte gibt's nicht so zurück. Es gibt ein altes, mitunter ziemlich schlechtes deutsches Sprichwort. Das heißt, der Klügere gibt nach. Nein, der Klügere denkt nach und fängt neu wieder an. In diesem Sinne, viel Erfolg.
Wir freuen uns natürlich erstmal, dass trotz des wirklich arschkalten Wetters so viele hier sind. Und ich denke, es ist erstmal ein Applaus wert, dass ihr heute alle hier seid. Das ist gut. Oftmals kritisiert, dass wir nicht perfekt sind. Wir sind vielleicht nicht 100% vegan, wir geben uns viel Mühe und wir sind vielleicht auch schon mal gereist und haben auch nicht nur Secondhand-Klamotten und kaufen auch nicht nur Bio, sind vielleicht schon mal Auto gefahren. Und das wird an uns kritisiert und deswegen dürfen wir uns anscheinend nicht Klimaaktivisten nennen. Und deswegen haben wir das Gefühl, dass alle, die sich in irgendeiner Form fürs Klima einsetzen, ganz genau auf Fehler gescannt werden. Und das ist etwas, was wir sehr schade finden. Denn selbst wenn man aktiv ist und sich bemüht, eben so viele Emissionen wie möglich zu vermeiden, dann wird eben das nicht gesehen, sondern die Leute schauen immer darauf, was könnt ihr noch nicht und wo habt ihr Fehler und wo werden dann doch eben Emissionen ausgestoßen. Und das ist etwas, was wir schade finden und was der Diskussionskultur eben nicht hilft. Und das sollten wir vermeiden. Wir alle hier sind ja Menschen, die höchstwahrscheinlich nicht CO2-neutral leben, was eigentlich sowieso nicht geht, außer man kompensiert ziemlich viel. Trotzdem kann ich euch sagen, wir alle können guten Gewissens zur Klimademo gehen. Vielleicht, weil wir einen Wandel fordern. Einen Wandel in der Politik, einen Wandel im Umgang mit dieser Krise. Zum Beispiel brauchen wir eine bessere Struktur der öffentlichen Verkehrsmittel. Wir brauchen eine Wende in dem Umgang mit Windkraft, mit Solarkraft. Und wir brauchen einen Kohlestopp. Und das nicht erst in 20 Jahren. Mit uns solidarisiert und hier für Klimagerechtigkeit kämpft, wie das heute überall auf der ganzen Welt rund um den Globus passiert. Ihr seid Teil einer so krass coolen Community. Danke, dass ihr alle da seid. Gebt euch mal selber einen Applaus, ja? Dauert und wir wollen zwei Ansagen machen, nämlich für morgen. Morgen ist in Jenschwalde die Anti-Kohle-Demo. Da könnt ihr gerne alle hinfahren. Das wird, naja, hoffen wir mal groß. Dankeschön, das war's. Alles klar. Wer macht die Fotos? Sorry, ich bin blind. Danke, dass ihr alle da wart und einen schönen Nachmittag euch noch.